Der Umgang mit dem Tod überfordert uns oft. Raffaela Scheer hat mit 11 Jahren ihre Mutter verloren. Ich habe lange gedacht, sie kommt jeden Moment zur Tür wieder rein. Da wie eine Fassungslosigkeit. Rigi Bleuer hat zum 2. Mal Krebs. Ich merke, dass es bei mir nicht mehr sehr lange wird gehen, bis ich am Tod in die Augen schaue. Markus Müller begleitet Menschen in den Tod. Man stirbt so, wie man gelebt hat. Wie haben wir zum Beispiel schwierige Situationen gemeistert? Wie sind wir mit Loslassen umgegangen? Der Tod vor Augen im Fenster zum Sonntag.